Zurück im Werk. Nach den Drohungen gegen die Rädelsführer am Vormittag gibt sich der Konzern jetzt plötzlich gesprächsbereit. Die Arbeiter erfahren von einer gemeinsamen Erklärung des Opel-Vorstands und des Gesamtbetriebsrats in Rüsselsheim. Ein erstes Verhandlungsergebnis, das der Betriebsratsvorsitzende verliest. Vorstand und Gesamtbetriebsrat verfolgen das Ziel, die Werke Rüsselsheim und Bochum so weit wettbewerbsfähig zu machen, dass sie auch über 2010 hinaus als Automobilwerk erhalten bleiben können. Die Belegschaft ist gespalten. Der Betriebsrat will, dass die Arbeit wieder aufgenommen wird. Ich bin ganz stinknormaler Opelaner. Was hier was hier losgeht, das ist wirklich eine ganz große Sauerei. Ich fühle mich von unseren Betriebsräten ganz als hilflos allein stehen wir da. Wir haben keinerlei Hilfe durch die. Wenn das alles Hand und Fuß hat, was auch der Betriebsrat gerade erzählt hat, ist die Belegschaft bestimmt dafür, dass er wieder arbeiten geht. Nur ist es die Frage, ist es so? Also ich bin mir da momentan nicht so sicher. Dennoch, die Zahl der Opelaner, die wieder zurück an ihre Arbeitsplätze wollen, wächst. Ich weiß eben nur, dass einige Kollegen ja auch die letzten Tage versucht haben zu produzieren. Die sind auch immer noch in ihren Bereichen. Aber dass die Kollegen, die auch bis jetzt die Torblockaden gehalten haben, auch daran nicht gehindert werden. Auf einer Versammlung am Abend treffen sich Spät- und Nachtschicht. Arbeit oder Streik. Es gibt keine eindeutige Mehrheit mehr. Es wird beschlossen, dass auf einer Betriebsversammlung aller 9600 Opelaner am nächsten Tag abgestimmt werden soll. Das war eigentlich auch das, was wir gefordert haben bei den Kundgebungen heute Nachmittag. Dass alle Schichten und alle drei Werke sich morgen treffen und dann sehen wir weiter. Was heute Astra und Zafira sind, war früher der Kadett. Die Bochumer Modelle gehörten stets zu den erfolgreichsten der Opel-Palette. Der Erfolg ihrer Produkte machte die Bochumer Belegschaft selbstbewusst, auch gegenüber der Unternehmensleitung. 6, 7, 8, Streikszenen aus den 80er Jahren. Solche Bilder aus Bochum sind den Vorständen in Detroit seit Jahren wie ein Dorn im Auge. Egal ob 35-Stunden-Woche oder Einsparpläne des Managements, die Bochumer Opelaner gelten als besonders kämpferisch. Sie gingen auch früher schon auf die Straße, wenn die Kollegen in Rüsselsheim noch auf Verhandlungen setzten. Das Druckmittel der Bochumer Belegschaft, ihr Presswerk. Wenn sie hier streiken, stehen anderswo die Bänder. Denn die übrigen Opel-Werke sind auf die Bochumer Zulieferteile angewiesen. Doch das soll sich in Zukunft ändern, befürchtet der Betriebsrat. General Motors wolle das Presswerk ausgliedern, als eigenständiges Unternehmen führen. Dies würde die Stellung der Bochumer im konzerninternen Wettbewerb entscheidend schwächen. Und der ist hart. 11 Werke hat GM in Europa. Die könnten bis zu 400.000 Autos mehr produzieren, als der Markt abnimmt. Deshalb sind Standorte ohne Spezialisierung besonders gefährdet. Der Standort Opel Bochum hat, und das ist das Problematische, leider diese Alleinstellungsmerkmale gegenwärtig nicht, weil die beiden Modelle, die hier gefertigt werden, auch an anderen Standorten in Polen oder in Antwerpen gebaut werden können und gebaut werden. Beispiel Zafira. Vor wenigen Jahren noch feierte man in Bochum den erfolgreichen Start des Minivans. Das Nachfolgemodell sichert nun die Arbeitsplätze in Polen. Ein Teil der Bochumer Produktion wandert in den Osten. Ins Werk Gliwice. Trotz erheblicher Überkapazitäten in Deutschland wurde hier kräftig investiert. 100.000 Zafira werden künftig in Polen und nicht in Deutschland vom Band laufen. Grund waren nicht allein die deutlich niedrigeren Lohnkosten in Polen. Eine zentrale Rolle spielt auch ein Rüstungsdeal. Im vergangenen Jahr kaufte die polnische Regierung 48 US-Kampfjets. Dafür wurde sie von den Amerikanern mit Millionen Investitionen belohnt, auch in Gliwice. Stolz verkündet die polnische Regierung, durch den Rüstungsdeal würden 4000 neue Arbeitsplätze entstehen. Tag 7, Tag der Entscheidung. Noch sind die Werkstore besetzt, doch die Helden werden langsam mürbe. Sie wissen, dass die Werksleitung nicht mit ihnen sprechen wird und ihr Betriebsrat nicht mehr hinter ihnen steht.
Am Solidaritätszelt an Tor 1 werden die Streikenden unsicher, denn sie wissen mittlerweile, dass die Belegschaft gespalten ist. Ja, die Stimmung ist jetzt nervös, weil wir ja alle nicht wissen, wie um 11 Uhr die Abstimmung ist. Man kann jetzt nicht sagen, wir bleiben hier, aber man kann auch noch nicht einen Trend sehen, dass wir alle wieder reingehen. Also deswegen ist ein bisschen ängstlich, sage ich einfach mal. Im Ruhrkongress versammeln sich um 11 Uhr Belegschaften aller drei Werke. Die Mitarbeiter sind angespannt. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bochumer Standortes sollen sie über das Ende oder die Fortsetzung eines wilden Streiks abstimmen. Selbst durch Familien geht ein Riss. Ich werde in diese Abstimmung reingehen, indem ich sage, wir haben noch nicht genug erreicht. Also das, was bisher uns gesagt worden ist, klingt uns zu schwammig oder klingt mir zu schwammig. Ich bin nicht ganz der Meinung wie meine Schwester. Ich denke mir, 4 Tage war jetzt die Warnung erstmal genug. Und wir sollten schon wieder arbeiten. Ich denke, wir machen das Werk kaputt, wenn wir noch länger streiken. Wir wollen es ja aufrechterhalten. Wir können jederzeit wieder streiken, wenn jetzt nichts passiert. Aber wir müssen den Managern und dem Betriebsrat jetzt die Gelegenheit geben, vernünftig zu verhandeln und Resultate zu bringen. Und dann werden wir weitersehen. Offensichtlich ist auch der Betriebsrat unsicher, was die Mehrheit will. Deshalb lässt er keine freie Aussprache zu. Er zwingt die Belegschaft dazu, zu wählen zwischen Verhandlung oder Streik. Die Frage lautet: Soll der Betriebsrat die Verhandlung mit der Geschäftsleitung weiterführen und die Arbeit wieder aufgenommen werden? Ja oder nein? Was da mit dem Wahlzettel passiert ist, unter diese komische Formulierung, ist eine Irreführung gewesen. Das können wir nicht anerkennen. Ich bin fassungslos, sind wir teilweise, was da mit uns abgespielt wurde. Und Grausam. Die Taktik des Betriebsrates funktioniert. 4.600 Opelaner wollen wieder arbeiten, 1.700 nicht. Es bleibt ein bitterer Nachgeschmack. Jetzt steht Antwerpen, Rüsselsheim kann nicht mehr produzieren. Also jetzt sind wir führen eigentlich 2-0 und jetzt werden die besten Spieler rausgenommen. Das ist jetzt eine der Versammlungen, die ich noch nie so mitgemacht habe, halt mit diesen Kontrollen, also dass die Bilder verglichen werden und Taschen kontrolliert werden. Und sonst stehen auch immer Saalmikrofone in der Halle. Dass also die Kollegen sich von ihren Plätzen dahin begeben können, Fragen stellen, mitdiskutieren können. Und die gab es halt nicht. Es gab halt nur das Mikrofon oben auf der Bühne, wo die Betriebsräte saßen. Und das war dann hinterher durch den Werkschutz abgesperrt, der Aufgang dahin. Pressekonferenz des Betriebsrats. Hinter den Kulissen erklärt die IG Metallspitze, dass General Motors gedroht habe, noch einen Tag länger und das Werk werde dicht gemacht. Der Betriebsratsvorsitzende ist mit den Nerven runter. Die Belegschaft hat sich heute einstimmig dafür ausgeschlossen, dass die Verhandlungen vom Betriebsrat weitergeführt werden. Unterschiede gab es, wenn man sie so bezeichnen kann, eigentlich nur in der Frage, welcher Weg ist der richtige. Und um den richtigen Weg zu finden, haben wir auch heute in unserer Belegschaftsversammlung unsere Kollegen vor folgende Fragen gestellt. Erstens, sollen wir die momentanen Informationsveranstaltungen unterbrechen? Zum einen und zum anderen, soll der Betriebsrat weiter mit der Geschäftsleitungsseite verhandeln? Wir haben unsere Position. Der Betriebsrat hat sein Ziel erreicht. Also die Arbeit, davon können Sie ausgehen, wird um 15 Uhr wieder im Bochumer Werk in allen Bereichen aufgenommen. Der Kampf ist vorbei, die Enttäuschung groß. 7 Tage haben Sie hier rund um die Uhr gestanden und jede volle Stunde Ihre Kollegen informiert, auch wenn es oft nicht viel Neues gab. Aus der Chefetage hat sich in der ganzen Zeit niemand blicken lassen. Um 15:45 rollen die ersten Karosserieteile nach Belgien. In Rüsselsheim will die Belegschaft mit neuen Teilen aus Bochum erst am nächsten Montag die Arbeit aufnehmen. Es wird noch einige Tage dauern, bis General Motors europaweit den Produktionsrückstand aufgeholt hat. Jürgen Rosenthal ist nach fast einer Woche das erste Mal wieder in Ruhe zu Hause bei seinem Sohn Timo. Die Tage des Streiks haben bei ihm ihre Spuren hinterlassen. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles jetzt hier noch sagen kann. Ich bin sehr müde, ja. Ich habe jetzt in den letzten, seit Donnerstag 7 Tage, 6 Tage
6 volle Tage. In den 6 vollen Tagen habe ich vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Stunden geschlafen. Und war auch höchstens 10 Stunden zu Hause. Bevor die Mama... Meine Familie ist sehr angespannt. Mein Sohn ja weniger als erst 6 Jahre, aber meine Frau, die macht sich natürlich schon sehr viele Gedanken darüber. Wir haben die letzten 7 Tage unser Familienleben ziemlich vernachlässigt. Wir haben auch noch einen großen Redebedarf, der mit dieser ganzen Sache zu tun hat. Morgen früh auch wieder Kindergarten, ne? Der Tag danach. Das Stück ist aus. Die Kulissen werden abgeräumt. Jürgen Rosenthal baut jetzt wieder täglich 8 Stunden lang Autos. 7 Tage lang hat er mitentschieden. Jetzt entscheiden wieder andere. Ich gehe davon aus, dass General Motors jetzt alles daran setzen wird, dass wir nicht mehr so eine Macht bekommen. Also dass Auslagerungen von Produktion aus dem Bochumer Werk natürlich verlagert werden in andere Werke, dass wir nicht mehr nach kürzester Zeit die Möglichkeit haben, einen Riesenkonzern dermaßen unter Druck zu setzen. Bei den Verhandlungen, da bin ich ganz sicher, wird herauskommen, dass die Komponentenbereiche wie Presswerk, Achse etc., die ja für ganz Europa von Wichtigkeit sind, dass die in GmbHs umgeändert werden und es diesen Bezug zwischen den Mitarbeitern der GmbH nicht mehr geben wird und den Opel-Mitarbeitern, also auch keine Solidarität. General Motors wird den Vorteil haben, keine Schwierigkeiten mehr zu haben, überall zu produzieren, selbst wenn man das Fließband in Bochum abstellt. Und darum, jeder stirbt für sich alleine und die Gefahr besteht für Bochum, dass Bochum letztlich stirbt. Ich glaube, für die Amerikaner als solches wird sich nicht sehr viel geändert haben. Wichtig ist, was die Europazentrale bzw. Zürich sagt. Der Amerikaner gibt vor, ihr müsst einsparen. Ich bin noch nicht mal davon überzeugt, dass die Amerikaner Opel Bochum kennen. General Motors ist der weltgrößte Konzern und da ist Opel Bochum so klein, ich glaube, der ist nicht mal Stecknadelkopf groß bei denen zu finden. Aber wir wissen auch, dass wir sicherlich die eine oder andere Auslagerung nicht verhindern können. Aber Sie wissen, dass wir Ihnen zumindest jetzt in Kürze, in den Verhandlungen, doch eine Menge Schaden zufügen können. Und ich sage mal, Geld verdienen will selbst der Amerikaner. Und insofern glaube ich schon, dass es schon wichtig war. Und dass Sie gemerkt haben, wenn es wieder hart auf hart kommt, dass die Belegschaft dann auch wieder draus geht. Die Tatsache, dass die Rüsselsheimer nicht mitgeholfen haben und die Arbeitsniederlegung dadurch verkürzt wurde, ist auch ein maßgeblicher Punkt. Aber eines steht fest, die Glut ist nach wie vor unter der Asche.